Hallo und willkommen zurück bei Lords of the Fallen. Schauen wir mal, wer uns heute mal wieder auf die Fresse hauen wird. This tree grew from a seed into what you see now in a single day. One of Judge Cleric's miracles to edify her disciples. There once hung from it an ancient banner carried into battle long ago by Our Lady herself. A symbol of more virtuous times. And one torn down and disgraced since. Wir haben ein Banner. Lampbearer, if you should find the pieces of the banner during your journey, bring them to me. I'll mend what's been broken, carry it with me into the heart of the Empyrean and present it to Judge Cleric as a reminder of what the hallowed sentinels once were. I have too much hallowed sentinel blood on my hands to expect or deserve redemption. But I must do what I can for those who can still be saved. I prayed the banner had not been destroyed completely, and Our Lady heard me. It's a sign there is still hope. And I don't overlook your part in this, Lampbearer. Perhaps Pietar was right about you after all. In Radiance, Judgment. Oh, es hat andere Sachen im Angebot. Und Ringe sind immer noch... Nee, sind andere Ringe. Der Strahlenattribut. Ah, Vitalität und Beständigkeit, ne? Das würde mich jucken. Was verbessert die Balance? Na, die Balance muss ich nicht unbedingt verbessern, aber ja, den nehme ich jetzt. Our Immaculate Lady will bring redemption. Ja. So, schau mal, ei, da oben ist schon wieder so eine Schießtante. Und die Fackel doch gar nicht lange. Oh. Ja, das war's für dich. Hoppala. Ja, spring da runter. Ich spring dir dann auf die Birne. Warte, lebt noch? Erschlagungssalze, okay. Was kriegen wir? Eine Überreste-Motte. Ich höre etwas, aber ich sehe niemanden. Schwächungssalze sind jetzt nicht unbedingt das, was ich haben wollte. Das bringt mir genau gar nichts. Das ganze Blut war aber vorher nicht da. Jetzt können wir da einen Shortcut aufmachen.
Okay. Er bleibt unten. Ich dachte jetzt echt, er kommt drauf. Aber hierfür... Ah! Doch, da geht's runter. Und da geht's rüber. Na, dann ergibt das Ganze auch Sinn. Ja, tschüss, wenn er schon geht. Ist mir gerade nur recht. Obwohl, ihr seid jetzt nicht wirklich so eine Bedrohung. Wow, 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 wow. Langsam. Unbändiger Fokus. Klingt wichtig. Könnte wichtig sein. Komme ich da irgendwie wieder zurück auch? Nö, doch nicht. Oh, Gegenstand? Naja. Wieder ein paar von den Saufis hier. Was willst du denn? Martyriumszeichen, um hier wieder rauszukommen, wäre jetzt langsam angebracht, weil es wird bald bei 3 sein. Oder zumindest schon bei 1-2. Und dann haben wir wieder Probleme. Au, 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 au. Nicht die Tante. Au, wo ist denn die? Ach ja je. Ja, jetzt habe ich keine Probleme mehr. Die postieren die aber so richtig fies. Aber wirklich richtig fies alle. Ja, tob dich nur aus. Hey, aber... Hallo? Und ich steck schon wieder irgendwo fest. Das gibt's doch nicht. Aber wo geht sie hin? Zap, zack. Nee, 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 nee. Warum man an den Mauern ständig hängen bleibt? Das ist eine Frechheit. Sagt jetzt nicht am nie. Sagt nix. So, jetzt heißt es hier aufpassen. Schnell sein wäre wohl angesagt. Kann ich das da irgendwie aufmachen? Nee. Keine Chance. Aber wirklich keine Chance. Aber ich kann ja auch schießen.
wenn ich rauskriege, wie. Bist du dann mal fertig? Ah, vergiftet bist du schon mal? Gefällt dir wohl nicht so? Ja, komm ruhig runter. Tut mir den Gefallen. Und am besten dich auch gleich hinterrücks mit dem Bogen. Bist du vergiftet? Sieht danach aus. Nee, bist du nicht. Ah ja, die blöde Ausweicherei, die hast ja du auch drauf. Es ist egal, wie man es angeht, man ist der Gearschte hier. Aber so richtig. Ich wollte nur das Item abgreifen. Ich habe noch nicht mal einen Dunst, wo ich hin soll. Das ist ja das Nächste. So, neuer Plan. Wir laufen vorbei. Uns alles, was nicht nied- und nagelfest ist, und machen weiter. Ja, jetzt muss ich wechseln. Nein, du sollst nicht an der Mauer hängen bleiben. Kurze Türken, das hätten wir ja schon ein paar Mal gehabt jetzt. Mit dir habe ich kein Problem, aber mit der Tante, die da auf mich schießt, mit der schon. Wo zum Teufel ist da oben? Laufe ich wieder dran vorbei. Mehrschüssige Armbrust, das hört sich gut an. Bei weitem nicht die HP, die du als Boss hattest. Geht, die heilt sich gerade, oder?
Nee. Ihr hättet mir ehrlich gesagt auch nicht gefehlt. Irgendwer kämpft da noch. Bin ich hier in einer Boss-Arena? Will ich das wissen? Anscheinend nicht, weil dann wären keine normalen Gegner hier. Ich bin in einer Boss-Arena. Will ich wissen, was sie gerade gemacht hat? Das war eine Boss-Arena. Und wieder von ganz unten. Hurra! Aber wenigstens die Tante da oben ist jetzt weg, oder? Nee, die ist nicht weg. Das ist schon eine Frechheit. Oh, schnell weiter hier. Es ist mir nicht gegönnt, dass ich es da heil durchschaffe. Ja, und die heilt sich da hinten schön. So, wir werden uns hier einen Setzling setzen. Die kann mich mal. Aua! Yeah.
Das Gift gefällt dir gar nicht mal so. Wir haben deine Strahlen auch nicht. Aua! Mein lieber Scholli, die hat's ganz schön drauf. So, wo jetzt lang? Mit dem muss ich nicht mehr interagieren, also... Da geht's weiter. Aber draußen war ja auch eine ganze Menge, dass wir im Umbral machen konnten. Ach, jetzt ist sie weg. Da sieht man einen an. Aua. Also der, der die Dinger designt hat, ich hasse dich. Nein, nein, genau. Ah, jetzt steht sie da vorne. Danke. Sehr schön. Das ist nur eine Attrappe. Da unten gibt's was und da vorne gibt's was. Ja, so, sonst geht's euch aber noch gut, ne? Das Gebiet entwickelt sich zu einem richtigen Abfuck. Aber so gewaltig. Das. Dieses Mistvieh! Also wenn es schief gehen kann, dann aber ordentlich. Da drüben gibt es noch was und das will ich haben. Das hole ich mir auch. Kannst du machen, was du willst. So, Mistvieh.
So. Müssen wir von da aus rüber? Gib Ruhe. Das da gehört mir. Umbrallauge der blinden Agatha. Na bitte, es ist ein Umbrallauge mal wieder. Gab schon lange nicht mehr. Und da geht es anscheinend auch noch ordentlich weiter. So, von denen gar nicht so viel ablenken lassen. Sehr viel mehr als eine Ablenkung sind sie auch nicht. Nee, 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 nee. Denk gar nicht. Nee, nee, nee. Sie macht's. Sie macht's. So, Braut, du bist Toast. Kann dir dein Wachhund sie hier auch nicht helfen? Was ist sie denn jetzt? Ist sie wieder da vorne? Oh, sie hat was verloren. Der Schlagungssalze, naja. Ich mach mich auch nicht recht. Große Splitter. Da vorne war das. Da geht's noch ordentlich weiter. Da wollen wir natürlich hin. WLAN? Hallo? Meine Fresse. So, wäre es jetzt möglich, dass du den... Ah. Verbesserter Giftwurf schwer. Nein. Nein. Sie legen es wirklich darauf an, dass sie die... Nee. Also das mit dem Markieren, das ist eine Katastrophe. So, gar nicht so viel ablenken lassen von denen. Ah.
Heilige Quintessenz. Wenn du da mal ein bisschen weggehen würdest. Sehr schön. Wird aber noch nicht erreichen, dass ich meine Kreuze aufbessere. Jetzt habe ich zwei davon. Drei, glaube ich, bräuchte ich. Aber eins wissen wir auf jeden Fall, dass ich hier noch gar nichts verloren hätte. Weil denk mal an die Schwierigkeit, die jetzt dieser Miniboss hatte. Und das war ein Miniboss, das heißt, die Dame, die kommt wieder. So, wir werden hier mal ruhen. Ich würde mal sagen, für die Folge soll es das gewesen sein. Wir sehen uns gesund und munter in der nächsten Folge, wenn wir da drin weitermachen. Und ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.